Hey und hallo zur Legacy Challenge und hier stehen wir an den Gräbern, das ist Melinda und Eva. Gut, wenn ich zu hoch gehe, habe ich hier gleich Bäume. Das ist praktisch der kleine Friedhof, den ich hier eingezäunt habe, damit sie nicht immer hinlaufen. So, Busch ist in der Nähe, sie hätte auch den Wunsch, dass sie gerne in den Busch möchte, aber sie, das ist ihre Tochter, das gehört sich nicht so. Sie muss eher pinkeln, da gucken wir mal lieber darüber und dann, ich weiß auch nicht, wo ich jetzt gerade Tanja finde. So, verwenden. Du gehst mal das Verwenden. Hinten läuft Regulett, Kräuterzucker und... Was ist hier los? Achso, sie hat geduscht und... Kick mal, dann ist Leonie gleich happy und da macht sie gleich ein Selfie. Sozusagen frisch geduscht. So, wir haben immer noch Sonntag. In ein paar Minuten haben wir noch Zeit, sozusagen uns auszuruhen. Und dann geht es auch mit der Arbeit schon wieder weiter. Und ich habe, apropos Arbeit, Programmieren abgeschlossen. Level 4 der Programmierfähigkeit hat sie immer noch nicht erreicht. Wie viel braucht sie denn eigentlich jetzt noch fürs Programmieren? Jetzt haben wir hier 1000 Sachen. Programmieren. Du kannst ja mal ein Spiel, wo die Sportspaß. Und dann gucken wir mal, welches Level sie hat. Weißt du, Melinda, du kannst inzwischen auch das Klo mal sauber machen. Denn das sieht eklig aus. Außerdem war ich 2 Tage ohne Reinigungskraft nicht da, weil die am Wochenende nicht kommt. So, Maria ist mit dem Fernsehen beschäftigt gewesen und... Ach, guck mal, das dauert nicht mehr lange hier bei Tanja. Ich hoffe, dass das vielleicht reicht. Da liegt auch ein Hausaufgabenheft, das liegt schon ewig in Zeiten da. Wie ist der Geier, wem das gehört? Jo, wir waren ja letztens tierisch erfolgreich mit unseren, mit dem Verkaufen und Kaufen und auf dem Flohmarkt hier mit Leonie. Und da würde ich gleich mal reinkicken hier ins Inventar. Wow, das sind doch richtig tolle Sachen und ich stelle die erstmal hier hin. Ich weiß auch nicht, was wir später damit mal machen. Hier haben wir auch Plakate. Wenn die Plakate hier anhänge, ans Fenster, sieht auch blöd aus. Habe ich echt ein Stück Wand dafür? Gut, hier am Eingang. Warum hängt denn das nicht? Ist ja doof. Dann hängt es eben da. So, das sind die Plakate, die haben wir geklaut von den Schrumpfkästen und ich hoffe, dass das irgendwie... Noch mehr werden. So, wie weit... Ja, sie hat es geschafft. Okay, Tanja hat es geschafft. Programmieren hat sie abgeschlossen und Programmierfähigkeiten erreicht. So. Okay, dann kannst du mal aufhören und dann kannst du dich mit deiner Tochter unterhalten. Denn irgendwie verstehen die sich ja auch ganz gut. Vielleicht kannst du auch den Film mitgucken. Zusammen aktuellen Film ansehen. Na ist doch was. Vor allem brauchst du denn nicht irgendwelche Gräber nachtrauern. So, wo ist denn jetzt eigentlich Melinda? Die fühlt sich immer irgendwie blöd. Da habe ich mal eine Idee. Dann gehst du mal aufwischen. Da hast du die ganze Zeit zu tun. Und das wird wahrscheinlich viel... Naja, Hunger, so viel Hunger hast du noch nicht. Kannst du danach, wenn du fertig bist mit Wischen, kannst du dann auch weiter essen. Gut, der Abend wird langsam rankommen, dass sie auch dann schlafen müssen und eigentlich wollte ich auf die letzten Tage noch ein bisschen mal mit Eva mich beschäftigen. So, wo ist sie denn? So, Eva ist jetzt nämlich eigentlich Tage bis zur Altersstufe 0. Ich würde sagen, Sonntags rum. Mal kicken, was dann Montag wird und ob sie dann Geburtstag hat. Einen kleinen Mini-Streifen hat sie ja noch. Okay, und du kannst auch dann irgendwie zusammen aktuellen Film gucken. Und sie quatscht. Dabei ist natürlich klar, die kicken einen Film und quatschen.
Ja, anscheinend den Film zu sehen. Na wunderbar. Ich amüsiere mich eigentlich darüber, wie die sich hier unterhalten und wie sie plappern. Die Girls, aber gut, was ist Melinda? Melinda ist fertig mit Saumachen und hat sich hier Essen gegriffen und geht natürlich auch dann. Ah, der Film ist zu Ende, Melinda, das ist vorbei. Ich hoffe, du bist ja nicht allzu sehr traurig und. Ja. Okay, sie geht allein schon ins Bett und dann. Sie ist auch im Bett und. Was ist mit der Marie? Ich habe gehört, dass im Club gerade eine tolle Party steigt. Sollten wir ihn. Du weißt was, Marie? Denk bitte daran, dass du morgen arbeiten musst. So, sie ist auch schlafen gegangen. Und was ist jetzt mit ihr? Sie ist schlafen gegangen. Sie ist immer noch nicht schlafen? Nee. Obwohl sie auch nicht so müde ist. Ist egal, ich stecke sie trotzdem ins Bett. Schläft jetzt auch und dann. Und Maria ist natürlich die Kleinste und die Letzte. Die ist so am wenigsten. Okay, hier. Hier gehen wir schon mal pinkeln vorher und Eva rennt auch noch rum. Da muss ich auch noch mal gucken. Eva hat Hunger. Die lasse ich dann aufessen und dann darf sie danach schlafen gehen. So, und dann wollen wir mal sehen, dass wir dann irgendwie Montag den Geburtstag feiern und sie dann ausziehen lassen. Wo auch immer hin. So, früh um 4 kommen dann die ersten schon wieder und ist mir bald ein bisschen zeitig. Mach doch mal das. So, wisst ihr was? Ja, wenn sie sich das alleine aussucht mit dem Essen gehen, wenn ich jetzt pinkeln drücke, geht das weg. Und ich muss sie nochmal aufs Essen drücken. Machen wir doch so gegrillte Früchte. Ja, sie hat noch viel Zeit bis zur Schule und. Thea, und ich weiß nicht, was ist jetzt bei ihrem Inventar? Hausaufgaben hat sie übrigens zu 50% erledigt. Das. Und? Wir haben die Hausaufgaben nicht mehr da. Was für mich eigentlich heißt. Jetzt muss ich erstmal kicken, ob sie im Zimmer vielleicht noch was haben könnte. Nee, hat sie auch nicht. Für mich heißt es, die liegen dann irgendwo in Michuno und. Na, große Klasse. Können wir gleich ein neues kaufen? Dann kriegt er nirgends mehr her. Und hier drüben, das, was hier liegt, ist ja nur so ein Kleinkinderding. Okay. Aber ich krieg das mal rausgezogen. Und wenn wir das jetzt nämlich verkaufen. So, alle Anzeigen, Aktivitäten und. Wie ist denn, gibt's bei Kindern das? Wo gibt's Hausaufgaben? Spielzeug? Ich will da nur Hausaufgaben haben. Also bei Kindern gibt es keine Hausaufgaben scheinbar. Jetzt habe ich mal alle und die muss ich ja irgendwo geben. So, also Hausaufgaben gibt es nicht und die muss man sich wahrscheinlich irgendwo verdienen oder so. Keine Ahnung und. Ich habe mir was anderes überlegt und mal zurück. Also pass auf, wir machen jetzt folgendes. Sie hat auch keine Hausaufgaben. Die haben alle keine Hausaufgaben. Thea hat keine. Sie hat welche. Jetzt steht gar richtig vom Rätsel. Okay, gehen die Schule und haben dann ein neues Hausaufgabenheft.
Das kann natürlich sein. Das werden wir jetzt gleich irgendwie sehen. Aber meines Erachtens geht auch das nicht. So, dann müssen wir nochmal zurück in die Stadt und dann nämlich unsere Hausaufgabenhefte holen. Wo ist sie denn jetzt eigentlich? Ach, sie ist noch. Okay, wenn du fertig gegessen hast. Ja, dann machen wir jetzt eine Reise, um mal Hausaufgabenhefte zu holen. Okay, dann kannst du auch alleine fahren und. Na, mal gucken. So, nicht uninteressant, aber ich glaube, du musst hier. Ist schon spannend, dass früh um 5:48 Uhr jemand steht und Karaoke singt. Also, ich hätte schwören können, dass ich hier irgendwo meine Hausaufgabenhefte vergessen habe. Rechnungen sind im Briefkasten. Das ist für ein Arsch. Hier gibt es keine Hausaufgabenhefte. So, waren wir denn noch mehr Tische? Nee, noch mehr Tische gibt es nicht. Außerdem wechselt ja ständig die Deko hier in der Stadt. Details, also, das ist durchaus möglich. Das weg ist, aber es muss ja auch, wenn man Hausaufgabenhefte verkaufen kann, kann man bestimmt auch Hausaufgabenhefte kaufen. Auf dem Flohmarkt vielleicht. Gut. Ab nach Hause. Und hör auf zu singen. So, gut, kurzer Umweg und. Jetzt sind auch der Rest irgendwie aufgestanden und weiß ich nicht. Wie jetzt hier, was machst du jetzt hier? Spielst du kaufen? Nee, braucht man nicht. Und dann einen Witz erzählen. Ja, okay, dann gehst du mal einen Witz erzählen und dann. Du kannst ja vielleicht den irgendwie hier von denen irgendwie innen anbringen. Aber da muss man jemand anhalten, denn irgendwie kann ich da gar nicht ran. Und Witze erzählen wäre schon ganz spannend. Hier, guck mal, hier Melinda ist gerade unterwegs. So lustig und da erzählst du mal Witz über Vampire. So und dann inzwischen guckt man nämlich, was Maria machen möchte. Die möchte hier irgendwie schon wieder klettern gehen. Sie hat Hausaufgaben. Und sie müsste auch Zusatzaufgaben machen. So und ihr geht's total blind. Dort, die können wir dann in Ruhe lassen und machen lassen, was sie möchte. Und Eva ist auch schon aufgestanden, der geht's auch richtig gut. Dann habe ich gesehen, das hier irgendwie wegliegen. Das war nämlich Jonah, der hat nämlich jetzt zu Ende gekocht, was gestern nämlich schon Eva machen sollte. So, Melinda ist schon zur Arbeit. Gut, da brauche ich nicht mehr gucken, wie dir geht. Was ist denn das hier? Hamburger Brötchen angegessen, kannst du mal aufräumen. Ja, finde ich ja total blöd, dass irgendwie jetzt hier überhaupt keine Hausaufgaben mehr sind. Ja, weiß ich nicht, können wir die duplizieren oder wie auch immer und. Hast du was in deinem Zimmer zu liegen? Keiner hat was auf dem Schreibtisch, keiner hat irgendwas rumzuliegen. Niemand. Aha, den Teller hier drüben hat sie auch mitgenommen. Den fand ich nämlich schon eklig. Der ist schon gestunken. So, die Einzige, die völlig fertig ist für den Tag, ist nämlich Maria. Hinten läuft Thea. Und weißt du was? In die Schule kannst du jetzt auch gehen. Dann bin ich ja mal gespannt, ob es dann da irgendwie. Ob es dann da neue Hausaufgabenhefte gibt. Okay. Gut, wir sehen uns dann im nächsten Part endlich zu Evas Geburtstag und schön, dass ihr da gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, schreibt mir in die Kommentare und lasst es gut. Tschüss.